Heute in der Sendung: Queen Elizabeth ist tot und auch Hannover trauert um die verstorbene englische Königin. Außerdem waren wir beim Regionsentdeckertag von Hannover mit dabei. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich bei 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die englische Königin Elizabeth II. Ist tot. Das hat der Palast am Donnerstagabend bekannt gegeben. Der Tod der Monarchin hat weltweit für Anteilnahme gesorgt, auch in Hannover. Hanna Grützner. Seit vergangenem Donnerstag sind Menschen weltweit in Trauer. Königin Elisabeth II. Verstirbt im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral. Auch die Menschen hier in Hannover sind ergriffen. Oberbürgermeister Bilit Olay hat Trauerbeflaggung veranlasst. Denn Hannover hat eine besondere Beziehung zum Vereinigten Königreich. Die Kurfürsten und später Könige von Hannover waren lange Zeit gleichzeitig auch Könige von Großbritannien. Das ging von 1714 bis 1837 so in der sogenannten Personalunion, dass also die Kurfürsten, später Könige, beide Reiche regierten. Und damit ist Hannover natürlich dann in dieser Zeit ein Teil gewesen dieses britischen Empire, dieses Weltreiches der Zeit. Die besondere Beziehung hat auch die Queen immer wieder nach Niedersachsen gezogen. Zuletzt im Jahr 2015. Thorsten Oliver Deke erinnert sich an die Begegnung auf dem Heeresflugplatz Celle. Dort hat er die verstorbene Königin mit einer bilingualen Kindergruppe verabschiedet. Sie fängt sofort so eine kleine Gruppe ein. Sie ist absolut präsent und sie widmet sich sofort diesen Menschen mit einer Herzlichkeit, dass man das drumherum vergisst. Der kleine Junge, den ich da mit betreut habe, war voller Lampenfieber und kaum hat sie ihn angesprochen, war alles ganz ruhig. Ich habe gestern schon gesagt, es war ein bisschen so, als wenn eine Großmutter zu ihrem Enkelsohn gesprochen hat. Doch die engen Verbindungen der Krone nach Hannover, die noch heute so viele Menschen begeistern, bringen auch Schattenseiten mit sich. Durch die nahe Beziehung hat auch Hannover mit der Kolonialgeschichte Großbritanniens zu tun. Man muss sich aber, denke ich, vor Augen führen, dass dass Hannover Teil war des britischen Empire, beziehungsweise die Fürsten von Hannover eben Könige von England waren, natürlich auch Hannover zu tun hatte mit der Kolonialgeschichte Großbritanniens, in Handelsbeziehungen etc. mit verbunden, bis hin dazu, dass natürlich Güter, die in den Kolonien unter furchtbaren Bedingungen hergestellt wurden, Zucker etc., auch nach Hannover gekommen sind. Das britische Reich war die größte Kolonialmacht der Geschichte. Auch an der Auflösung war Königin Elisabeth II. Während ihrer Regentschaft beteiligt. Seit 1952 war sie Oberhaupt des Vereinigten Königreichs. Den meisten Menschen bleibt die verstorbene Königin aber wohl vor allem wegen ihrer Beständigkeit und Volksnähe in Erinnerung. Und jetzt haben wir für Sie die Nachrichten des Tages. Die Stadt Sehende richtet ein Klimahaus ein. Zu finden ist es im Dorf Bolzum. Hier wird eine bestehende Immobilie energetisch saniert. In Zukunft soll es auf vielfältige Weise dem Klimaschutz vor Ort dienen. So soll eine Dorfhochschule entstehen, sowie eine Gemeinschaftsküche, Reparaturcafé und ein Coworking Space. Vergangene Woche fand das Richtfest statt. Die Idee stammt aus dem Verbundprojekt Gut Klima. Die Kosten des Projektes sind mit 1,2 Millionen Euro angesetzt. Knapp die Hälfte trägt die Stadt Sehende. Der Wahl-O-Mat. Ein Angebot der politischen Bildung im Vorfeld von Wahlen in Bund und Ländern. Auch für die kommende Landtagswahl in Niedersachsen gibt es eine neue Version. Um auf die Plattform aufmerksam zu machen, haben Landesjugendring und Landeszentrale für politische Bildung sie nun vom Internet in das reale Leben geholt. Mit einem Wahl-O-Mat zum Aufkleben. Bei einer Aktion in Hannovers Innenstadt wurde am Freitag die analoge Entscheidungshilfe vorgestellt und die offizielle Tour eingeläutet. Ziel der Aktion ist es, Jugendlichen den Spaß an Politik zu vermitteln. Die Landtagswahl ist am 9. Oktober. Die für Niedersachsen so wichtige Automobilindustrie befindet sich im Wandel. Ressourcenknappheit, Elektromobilität sind zentrale Herausforderungen. Um der Transformation dieses Wirtschaftszweigs zu begegnen, braucht es Begleitung der öffentlichen Hand. Mit der Initiative Neuwagen unterstützt die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Unternehmen der Branche in der Region Hannover.
Aus Fördermitteln des Bundeswirtschaftsministeriums stehen dem Netzwerk Neuwagen rund 4 Millionen Euro zur Verfügung. Regionspräsident Steffen Krach und Wirtschaftsdezernent Ulf Bürger-Franz stellten das Programm am heutigen Montag der Öffentlichkeit vor. Die geplante Mehrwertsteuersenkung auf Gasverbrauch sei unsozial. Das ist ein Statement der Vorsitzenden des Paritätischen Niedersachsen, Kerstin Tack. Nach ihr werden Gutverdienende durch Tankrabatte und eben solche Regelungen bevorzugt behandelt. Was hinter diesen Aussagen steckt, erfahren Sie jetzt. Guten Tag, Frau Tack. Schön, dass ich da sein darf. Wirtschaftsverbände kritisieren, dass die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen keine Entlastung bedeutet, weil sie ja keine Mehrwertsteuer zahlen. Wie ist die Position der Paritätischen? Also ich glaube, es hätte andere steuernde Maßnahmen geben können, die zielgerichteter gewesen wären. Bei der Mehrwertsteuersenkung wird ja insbesondere diejenigen, die einen hohen Verbrauch haben, mehr geholfen als denjenigen mit einem niedrigen Verbrauch. Und deshalb sagen wir, wir glauben, dass ziel- und passgenauere Hilfen, insbesondere für diejenigen mit kleinem und geringem Einkommen, dass das anders laufen könnte. Und deshalb sind wir da kritisch bei dieser Maßnahme. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn, um BürgerInnen diesbezüglich zu entlasten? Also wir haben ja schon sehr früh vorgeschlagen, den Preisdeckel sowohl für Strom wie auch für Gas, also auf einen bestimmten Grundumsatz, eine geringere Gebühr zu zahlen und damit auch eine Planbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger zu haben. Und das hielten wir für passgenauer. Außerdem glauben wir, dass die Einmalhilfen, also das Energiegeld, was jetzt im September mit dem Gehalt ausgezahlt wird, auch uns zu sehr mit der Gießkanne ist. Wir möchten lieber eine ziel- und passgenaue Unterstützung für diejenigen, die eben ein Einkommen haben, was deutlich schwieriger zu stemmen ist bei den erhöhten Kosten als für diejenigen mit einem hohen Gehalt, die das einfacher stemmen können. Lieber mehr für die mit wenig Geld als für alle gleich mit der Gießkanne. Und was fordert ihr vom Paritätischen angesichts der zu erwartenden Entwicklungen im Winter, also der möglichen Knappheit von und der Preiserhöhung für Gas? Also die Bundesregierung hat ja jetzt sich Gedanken gemacht und hat aus unserer Sicht einen Teil unserer Forderungen auch erfüllt, nämlich den Preisdeckel für Strom. Allerdings warten sie darauf, dass die EU, also Europa, erstmal vorlegt. Wir hätten uns gewünscht, dass man an der Stelle schon einmal etwas tut, weil das Ganze verschiebt sich somit auf 23 und das ist uns zu spät. Und beim Gasverbrauch hat man sich nur darauf verständigen können, eine Expertenkommission einzusetzen, die über die Preisentwicklung und Möglichkeiten der Entlastung berät. Das halten wir für nicht ausreichend, denn eine Expertenkommission kommt zu einem Ergebnis oder auch nicht. Und wann sie zu einem Ergebnis kommt, ist auch unsicher. Und deshalb sagen wir, wir möchten, dass die Bundesregierung hier vorlegt, hier schon einmal Maßnahmen ergreift, denn die höheren Kosten entstehen jetzt und entstehen nicht erst, wenn in 23 Experten zu irgendeiner Maßnahme raten, die ja in der Umsetzung per Gesetz auch noch mal viele Wochen dauert, sodass wir an der Stelle ein bisschen mehr Schnelligkeit von der Regierung erwarten. Und welche Folgen hat die derzeitige Entlastungspolitik für die soziale Infrastruktur, also in Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen oder auch Frauenhäusern? Bisher sind bei den Maßnahmen der Bundesregierung diese ganzen Bereiche noch gar nicht erwähnt. Denn die soziale Infrastruktur, also das, was die Kindertagesstätten machen, was Pflege, Gesundheit, die Krankenhäuser, viele Beratungsstellen machen, ist das, was bisher in der Corona-Krise ganz gut unterstützt wurde durch einen Rettungsschirm. Dadurch ist die soziale Infrastruktur gut am Markt erhalten geblieben. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass durch die nächste Krise und die Teuerungswelle nicht hier die Infrastruktur nach der Krise nicht mehr vorhanden ist und wir mühsam wieder aufbauen müssen. Deshalb erwarten wir, dass wir auch hier einen Schutzschirm bekommen, der die soziale Infrastruktur am Leben erhält. Denn wir können die Gelder ja nicht auf die Betroffenen umleiten, sondern wir brauchen hier ordentliche staatliche Unterstützung. Und ich glaube, mit den Angeboten, insbesondere auch den Beratungsangeboten, ist Deutschland gut aufgestellt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir sie jetzt nicht verlieren. Ja. Und zu meiner letzten Frage, wer soll das bezahlen?
Also wir haben auch dazu ja schon sehr früh gesagt, dass wir die Übergewinnsteuer gerne hätten. Wir möchten gerne, dass diejenigen, die überproportional gut in der Krise jetzt Gewinne machen, dieses auch einzahlen müssen für die Unterstützung derer, die die Schwächsten in unserer Gesellschaft sind. Und das halten wir für richtig. Auch hier glauben wir, dass es nicht sinnvoll ist, nur abzuwarten auf die Europäische Union, sondern auch hier schnellstmöglich eigene Maßnahmen anzuleiern. Und natürlich, das ist die Haltung des Paritätischen schon immer gewesen, wir glauben auch, dass Steuergerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit ein Punkt ist, der spätestens jetzt auch angegangen werden muss. Wir sind für eine Vermögensteuer, für eine veränderte Erbschaftssteuer und wir glauben, dass Umverteilung in diesem Land nötig und möglich ist, gerade jetzt in dieser Zeit besonders wichtig. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Tack. Sehr gerne. Auf bald. Die Region Hannover ist bunt und vielfältig. 1,15 Millionen Menschen leben hier in insgesamt 21 Kommunen und Städten. Sie alle kennenzulernen, dazu wurde beim Regionsentdeckertag mit 37 verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Auf dem Entdeckerfest in Hannovers Innenstadt haben sich Vereine und Unternehmen mit einem bunten Straßenfest präsentiert. Hans-Magnus Preuß. Ein Tag im Zeichen der Region. Mit einem bunten Angebot aus Tanz, Sport, Musik und Kultur meldet sich am Sonntag das Entdeckerfest der Region aus der Corona-Pause zurück. 2 Jahre musste das Fest pandemiebedingt ausfallen, doch nun dreht sich in Hannovers Innenstadt wieder alles um die Region. Dabei präsentieren sich auf der Festmeile zwischen Egi und Kröpke wieder viele Vereine, Unternehmen und Fachbereiche der Region, sowie die Kommunen, die beim diesjährigen Entdeckertag dabei waren. Ingo Papenberg von der Region erklärt das Konzept. Also wir haben tatsächlich über 150 Stände hier. Wir haben zahllose Akteure und Akteurinnen, die hier irgendwie arbeiten, aktiv sind und die das, was wir eigentlich möchten, tatsächlich für uns auch machen. Sie präsentieren ihre Inhalte, sie präsentieren Mitmachaktionen, sie präsentieren alles, was es einfach dann irgendwie auch rund um das Leben der Daseinsvorsorge irgendwie zu machen gibt. Bereits zum 35. Mal startet der Entdeckertag und lädt interessierte EntdeckerInnen mit einem vielfältigen Programm und vergünstigten ÖPNV-Tickets ein, die Kommunen der Region und die angrenzenden Landkreise zu erkunden. Es geht darum, diese Region, die ja doch relativ groß ist, einfach für alle auch mal zugänglicher zu machen. In Form davon, dass es zum einen ein verbilligtes Ticket gibt, das nur an dem Entdeckertag Gültigkeit hat. Und zum Zweiten geht es darum, irgendwie einfach die Region, in der wir leben, erleben zu können und entdecken zu können. Das ist die Idee. Insgesamt 200.000 BesucherInnen sind am Sonntag in der ganzen Region und auf dem Fest in der Innenstadt unterwegs. Bei ihnen kommt das Entdeckerfest gut an. Man so mitkriegt, was so los ist, was man in Hildesheim machen kann, was man in Peine machen kann, dass man Spielchen machen kann und so Klimbim gewinnen kann, alles sehr nett. Dass es hier viele Attraktionen für Kinder gibt und dass meine Kinder auch natürlich hier viel Spaß haben können. Also wie eine Hüpfburg, auch Konzerte, Musik. Dass die Menschen so entspannt drauf sind und für Kinder sehr viel gemacht wird. Einfach unterschiedliche Menschen zusammenkommen, egal welche Ethnizität, Alter oder vielleicht auch was für ein dickes oder dünnes oder kein Portemonnaie sie haben. Und noch etwas ist in diesem Jahr besonders. Der Entdeckertag fällt mit dem autofreien Sonntag der Stadt Hannover zusammen. Für Regionspräsident Steffen Krach ein gutes Signal. Wir wollen ja, dass die Menschen weniger Auto fahren. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir die anderen Verkehrsmittel attraktiv gestalten. Den öffentlichen Nahverkehr, aber eben auch die Fahrradinfrastruktur. An beiden Bereichen arbeiten wir hier in der Region Hannover. Und um das noch attraktiver zu machen, auch beim nächsten Regionsentdeckertag, werden wir im kommenden Jahr entscheiden, dass der Regionsentdeckertag dann tatsächlich auch kostenfrei ist im öffentlichen Nahverkehr. Heute ist es auch schon günstig, aber im nächsten Jahr wollen wir es kostenfrei machen, damit noch mehr das Auto stehen lassen und den öffentlichen Nahverkehr nutzen. So wird am Sonntag bereits an den nächsten Entdeckertag der Region gedacht, bei dem die Region dann kostenfrei mit Bus und Bahn erkundet werden kann. Jetzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie, denn die Hochschulinformationstage stehen vor der Tür. Hochschulen in Hannover bieten Studieninteressierten die Möglichkeit, sich über Studienangebote zu informieren. Zusätzlich werden auch Vorträge zu Themen wie Studienfinanzierung, dem Bewerbungsverfahren oder auch Auslandsstudien angeboten.
Die Veranstaltungen finden in den kommenden 2 Tagen statt. Der Veranstaltungsort ist je nach Hochschule verschieden. Informieren Sie sich bei Interesse direkt unter hit.uni-hannover.de. Und das war's für heute von 0511. Morgen begrüßen wir Sie wieder um 18.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.